lieber Martin, herzlichen Dank für die fulminante Begrüßung. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ihr seht so gut aus. Ich freue mich, dass wir heute alle hier sind und unseren Tag der Arbeit, unseren internationalen Tag der Arbeit heute feiern können. Weil eins ist total klar, wir sind vielfältig. Nur ein Beispiel, Martin hat es gesagt, ich darf die Gewerkschaft Verdi vertreten. Wir vertreten Erwerbslose genauso wie Beamtinnen. Wir vertreten Angestellte genauso wie ArbeiterInnen. Wir sind in 13 Fachbereichen unterwegs und das ist nur die Vielfalt von Verdi. Und lieber Martin, du wirst jetzt genau sagen, es gibt noch 7 weitere Mitgliedsgewerkschaften im DGB. Wir sind Vielfalt, wir sind Bund und wir sind Demokratie. Und lasst es mich auch heute an diesem besonderen Tag sagen, wir in den Gewerkschaften ticken nach ZDF. Das ist jetzt kein Werbeblock, liebe Kolleginnen und Kollegen des Journalismus für einen Sender, sondern heißt bei uns immer Zahlen, Daten, Fakten. Bei uns ist kein Platz für Verschwörungstheorie. Und ich freue mich sehr, heute für die Kolleginnen und Kollegen, Martin hat es gesagt, aus dem Fachbereich 3 für Gesundheit, Pflege, Wohlfahrt und Kirche sprechen zu dürfen. Und ich habe vor 2 Jahren auch am Wichtermannplatz, da standen Bierbänke, da haben wir uns auch umarmen dürfen, auch schon auf die Situation hinweisen können und deshalb möchte ich euch alle nochmal dran erinnern. Auch vor 2 Jahren habe ich gesagt, es werden massenhaft Überstunden geleistet in diesem Bereich. Es gibt so gut wie keinen festen Dienstplan. Es ist eine große Sehnsucht da bei den Kolleginnen und Kollegen, egal welcher Profession sie sind, sich um die Patientinnen und die Bewohnerinnen kümmern zu können. Es gab damals schon einen sogenannten Pflegenotstand, der alle Beschäftigten in dem Bereich betrifft. Und wir wussten damals schon, dass nicht jede Ausbildung bezahlt wird oder die Höhe zu niedrig ist. Und wir wussten damals schon, dass es Konzerne gibt, die aus der wahre Gesundheit ihren Profit schlagen wollen. Und auch vor 2 Jahren haben wir das abgelehnt. Und was passierte jetzt? Nur ein paar Highlights. Es kam aus dem Bundesfinanzministerium die Ansage, dass in dem ganzen Bereich, wenn die Pandemie so wütet und so viele Beschäftigte systemrelevant arbeiten müssen, sie Boni bekommen können, steuer- und sozialversicherungsfrei. Markus Söder hat dann eine Prämie von 500 Euro ausgerufen. Per Pressemitteilung, nicht per Verordnung. Wir waren in Verdi ziemlich überrannt und wussten gar nicht, wer sie bekommt, wie man sie bekommt und hatten viele Telefonate. Das Ergebnis war, dass viele Kolleginnen und Kollegen extremen Frust hatten. Ein Highlight, Therapeutinnen, die die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege unterstützen. Manche bekamen sie nicht. Und was mich am meisten geärgert hat, das Reinigungspersonal bekam sie nicht. Wie war das mit, wir brauchen mehr Hygiene? Wir haben weitergemacht. Wir haben als Verdi, jetzt wird es länger, mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche an einem Tarifvertrag gestrickt. Auf den komme ich später nochmal. Und haben uns auch auf eine Prämie von bis zu 1.000 Euro geeinigt. Die hat sich dann, liebe Sabine, da war die dann im Bundestag mit dabei, sozusagen der Gesetzgeber zu eigen gemacht und sie wurde ausbezahlt. Es folgte im Herbst eine Prämie für die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus und die hätte auch nur, so war der Plan von Herrn Spahn, an die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege am Bett funktionieren sollen. Und vor allem war die Decke viel zu klein. Übertragen hat man diese Prämie an die Kolleginnen und Kollegen aus den Betriebs- und Personalräten gemeinsam mit der Geschäftsführung. Jetzt folgt der zweite Teil. Aber eins ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, Prämien helfen uns nicht weiter. Sie sind eine schlichte Nettigkeit. Was wir brauchen, sind bessere Tariflöhne für alle. Und was die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Einrichtungen nicht nur wütend gemacht hat, wenn sie keine Prämie bekommen haben, war der Begriff Heldin. Wir empfinden sie häufig als Heldin. Deshalb gab es und jetzt auch in dieser Zeit viel Applaus für die Kolleginnen und Kollegen. Aber sie sind Profis. Heldinnen, Prämien. Profis, gute Tarifverträge und gute gesetzliche Rahmenbedingungen.
weil das Blatt hat sich schon gedreht. Wir verhandeln in diesem Fachbereich allein in Bayern mehrere hundert Tarifverträge. Und ich will alle Kolleginnen und Kollegen aus Verdi daran erinnern, wie die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes verlief. Erstmal ein herzliches Dankeschön. Trotz Pandemie haben wir in kürzester Zeit eine bombastische Befragung gemacht, was eure Forderungen sind. Trotz Pandemie haben wir ohne Probleme kreativste Formen des Protests ausgegraben und sie erfolgreich durchgeführt. Aber was hängen geblieben ist, wir, die Systemrelevanten, die egal wo im öffentlichen Dienst den Laden zusammengehalten haben, wurden schief angeguckt, als wir das taten, was unser Job ist, nämlich zu streiken. Und wir streiken, damit wir auf Augenhöhe sind. Und wir streiken, damit es bessere Löhne gibt. Und dann zu hören, dass wir kein Recht hätten zu streiken, ist ein Skandal. Und die Forderungen, insbesondere im Fachbereich 3, wo wir einen Gesundheitstisch durchgesetzt haben, waren hoch. Und meiner Meinung nach sind sie berechtigt hoch. Aber nach Ansicht des Arbeitgeberverbandes hätten wir uns mit Brotkrumen zufrieden geben müssen. Es gab sogar Angriffe auf althergebrachte Werte. Und diesen Angriff haben wir erfolgreich abgewehrt. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber was ist noch passiert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich würde ich mir jetzt wünschen, dass wir doch einen Ausschank hätten. Wahrscheinlich nicht nur mit Bier, sondern auch mit Schnaps. Weil was ich euch jetzt erzähle, braucht mehr als Schokolade, sondern was Hochprozentiges. Allein im letzten Jahr haben über 9000 Pflegekräfte ihre Arbeit verlassen. Ein Drittel der Intensivpflegekräfte sagt, nach der Pandemie bin ich weg. Wir haben einen Tarifvertrag mit der vorher erwähnten Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, ein kürzerer Name tut's nicht, ausgehandelt. Und was geschah damit? Arbeitsminister Hubertus Heil hat gesagt, sobald der fertig ist, wird er allgemeinverbindlich. Er ist es nicht. Caritas und Diakonie haben sich dagegen gestellt. Es gibt weiter Lohndumping in der Altenpflege. Es macht mich wütend. Ich denke euch auch. Nur eine Zahl, 25% hätte es für viele, die vor allem in privaten Einrichtungen arbeiten, an Lohnplus bedeutet. Grundsätzliche Regelungen zur Arbeitszeit und zu Urlaub. Wir brauchen diesen Tarifvertrag, der allgemeinverbindlich ist. Was mich richtig ärgert, ist eine Abkürzung. PPR 2.0. Das sagt jetzt nur Eingeweihten etwas. Die ist eine Personalberechnung, die es in den 90ern gab. Abgeschafft hat sie übrigens ein gewisser Herr Seehofer. Und seit Monaten und Jahren streiken wir in Verdi dafür, dass es eben 2.0 gibt, bedarfsgerecht das Personal einzusetzen. Vor über einem Jahr, um genau zu sein, im Januar 2020, haben wir gemeinsam als Verdi mit den Arbeitgebern Spahn dieses Papier auf den Tisch gelegt. Arbeiten Sie, Herr Spahn. Und er hat es immer noch nicht getan. Immer noch keine Personalbemessung, immer noch Überstunden, keine Dienstpläne, die halten und eine komplette Überforderung des Personals. Wer jetzt davon schockiert ist, dass die psychische und physische Belastung aller Kolleginnen, genauso im Krankenhaus wie in der Altenpflege noch in der Behindertenhilfe, zu hoch ist, muss jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Und er muss an die Konzerne ran. Ein Beispiel, wenn Helios überlegt, wie viel Dividende man zahlen kann, kann man nur sagen, steckt es in die Tarifverträge und steckt es ins Personal, aber nicht in die Dividende. Es brennt in der Pflege. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob es 5 vor 12, 4 vor 12 oder 3 vor 12 ist. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Hoffnung. Es gibt wirklich Hoffnung. Bei all den Anrufen, die auch Martin als unser Rechtssekretär bekommt, die auch ich bekomme, habe ich von keiner Kollegin und keinem Kollegen gehört, der Beruf macht mir keinen Spaß, egal welche Profession es in unserem Bereich ist. Ich habe immer nur gehört, die Rahmenbedingungen sind furchtbar. Also lasst uns die Rahmenbedingungen gut machen. Lasst uns umsteuern in der Finanzierung. Lasst uns solidarisch sein. Solidarität ist Zukunft. Das heißt die BürgerInnenversicherung. Das heißt die solidarische Pflegegarantie. Jetzt und nicht morgen.
Lasst uns dafür sorgen, dass es kein Outsourcing mehr gibt. Ich habe euch unser aktuelles Flugblatt mitgebracht. Ein Highlight. Ein Sana-Konzern will jetzt 1000 Kolleginnen und Kollegen auf die Straße setzen. Ich habe es erwähnt, wir haben Pflegenotstand. Aber 1000 Kolleginnen und Kollegen sollen gekündigt werden. Das werden wir verhindern in einer starken Gewerkschaft Verdi. Das bedeutet aber auch, dass wir starke Tarifverträge brauchen für alle und keine Ausgliederungen in verschiedene Einheiten. Und das bedeutet, und das macht mich besonders optimistisch, nicht nur, dass wir im Fachbereich in Verdi insgesamt viele, viele neue Mitglieder gewonnen haben, dass wir stark sind, sondern dass es auch euch gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich denke, da rede ich jetzt über alle Branchen hinweg, euch Vertrauensleute, euch Tarifbotschafterinnen und euch Betriebs- und Personalrätinnen. Am 22. Juni ist Personalratswahl. Geht hin, gebt den Verdi-Kolleginnen und Kollegen die Stimme. Und am 26. September ist Bundestagswahl. Schlechte Regierungen kann man abwählen, Parteien mit unseren Konzepten, die sie unterstützen, kann man wählen. Tut das. Freundschaft. Schönen 1. Mai.